Liebe Studierende, sehr geehrte Gastgeber Abt Maximilian, Pater Wolfgang und Pater Johannes Paul, ich bin sehr geehrt, hier sein zu dürfen, nicht nur um hier vorzutragen, sondern und eigentlich vor allem Theologinnen und Theologen zu motivieren, in ihre Auseinandersetzungen auch die Architektur einzuschließen. Dabei haben wir ein Vorbild in erstrangigen Theologen Romano Guardini, der als Mentor für einige und insbesondere zwei bedeutende Architekten des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Namentlich Rudolf Schwarz, bestimmt der wichtigste Architekten, der sich mit dem sakralen Gehalt der Architektur in der Moderne beschäftigt hat, und Ludwig Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Ebenso darf nicht verloren gehen, mit welcher herzhaften Pracht Architektur aller Epochen und Kulturen den Glauben gestützt haben. Ein Glanz, das heute manchmal verstaubt oder von der Dschungel verwachsen, aber dennoch unübertroffen unsere Wohnorte anstrahlen. Klar, dabei sind manchmal viel Hochmut und Trotz hineingewoben, aber auch und vor allem das Schönste unseres Könnens und eine innige Hingabe. Und das überwiegt. Das darf in unserer und vor allem von unserer Zeit nicht verloren gehen. Und ja, möglicherweise gar eine Art Verkündung sein. Das verpflichtet mich etwa sehr grundsätzlich an diese Sache heranzugehen. So werde ich in etwa eine Stunde die Grundlage der Beziehung zwischen dem Sakralen und der Architektur besprechen. Ich werde also heute Abend kaum Zeit haben können, ausführlich über den spezifischen und bei der spezifischen Beziehung des Sakralen der Architektur aus der christlichen Perspektive. Ich hoffe dennoch, dass ich einen Teil dieser Frage, Teil dessen in der Fragenrunde in Anschluss vereinzelt abfangen kann, und hoffe, in einer weiteren Gelegenheit hier oder bei uns an der Technischen Universität spezifisch auf den ganz wesentlichen Beitrag für die europäische Kultur der christlichen Architektur. Ja, wofür nur ein Vortrag weitaus zu kurz wäre. Ein Teil meines Wissens, was ich jetzt hier vortragen werde, habe ich neulich in einem Buch mit dem Namen Nahe Ferne publiziert, so für die Neugierde. Buch ist dieses Jahr erschienen und man kann sicher einen oder anderen Aspekt danach vertiefen, und ein Teil ist natürlich auch relativ frisch und beschäftigt mich aktuell diesbezüglich. Ich werde mich etwa an drei Motiven halten, im Vorfeld, die eine theologische Bedeutung in der Architektur haben können. Und zwar folgende drei Themen: Das Bauen als Erwiderung der Schöpfung, der Raum als theologisches Medium einer leiblichen Beziehung zum Gott, die Architektur als Metapher der Inkarnation. Wobei die letzte nur angerissen sein wird und für mich eine aktuelle Frage in gewissem Sinne ist. Nun möchte ich zur Tatsache, dass ich im Rahmen dieser Veranstaltung spreche, mit einem ganz persönlichen Bericht beginnen. Am 6. April 2006, zu meiner Sponsionfeier an der Architekturfakultät der Technischen und der ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, als eingeladener Festredner begann Iso Kamartin, ein Schweizer Philosoph und Publizist, mit den Worten:
wir wollen hier drei Hütten bauen. Sehr stark ist mir das Eingeprägte geblieben, vor allem weil beim darauffolgenden Lesen von den Zeilen aus Tabor-Szene des Markus-Evangeliums in der Aula Magna der ETH, einer technischen Universität, es auch Unmutlaute gab, was mir in diesem festlichen Moment sehr peinlich war. Satte 12 Jahre danach, am Montag, 4. März 2019, also vor kurzer Zeit, 7:07, am selbigen Abend, als ich nun bereits mit eigenen 20 Studierenden, also ich war weit von meiner Studienzeit bereits entfernt, der Technischen Universität Wien nach einer Wanderung von Perchtelsdorf hier nach Heiligenkreuz eingetroffen bin, erklingen die Worte Petrus, merke wohl Petrus, wir wollen drei Hütten bauen. Diesmal vom Professor Marius Reiser. Im Vortrag die Verklärung Jesu, historische und symbolische betrachtet. Ganz innig betroffen, dachte ich mir, aha, deswegen. Wir, und hier möchte ich auch tatsächlich mit dem Vortrag an sich beginnen. Wir, die Bauenden, wollen also die Menschen stellvertretend von uns Architekten, oder wir sind in dem Sinne nicht Petrus in seinem Ruf, wir wollen hier drei Hütten bauen, ungleich. Und versuchen stets, unsere Ergriffenheit mit dem Bauen auf dem Fels zu bauen, paraphrasieren die Worte von Abt Maximilian in seiner Publikation. Die Abtei Heiligenkreuz ist bestimmt auch ein Zeuge dessen. Die spezifische Fragestellung zum Sakralen in der Architektur möchte ich als ein fiktiver Dialog in der Zeitspanne von etwa 60 Jahren zwischen 1936 und 1999 zwischen zwei Architekten, Rudolf Schwarz und Peter Zumthor, einführen. Also dieser fiktive Dialog lautet folgendermaßen. Rudolf Schwarz. Mir geht's um etwas anderes dabei. Darum nämlich, dass ich es für nötig halte, meine Arbeit immer wieder in eine theologische Beziehung zu bringen. Ich glaube, dass man auch keine Wohnhäuser wirklich richtig bauen kann, wenn man nicht mehr will als nur das. Alle echte Formen entspringen sakral. Darauf, 60 Jahre danach, in dem fiktiven Dialog, erwidert Zumthor, aber wie ist es möglich, diese Ganzheit in der Architektur zu erreichen, in einer Zeit, in der das sinnstiftende Göttliche fehlt und die Wirklichkeit sich im Strom der vorübergehenden Bilder und Zeichen auflösen droht? Diese ist ja genau genommen die theologische Frage heute schlechthin. Welche für eine wahrhaft bedeutungsträchtige Architektur paralysierend eigentlich wirkt. Um die zwei Aussagen zu ergründen, müssen wir tatsächlich gründlich sein und vom Begriff des Sakralen, der eine immanente architektonische Bedeutung hat, beginnen. Nun, in einigen Sprachen, beinahe allen, der indoeuropäische Sprachgruppe
und auch in vielen semitischen Sprachen gibt es zwei Synonyme bzw. zwei Begriffe, die häufig als Synonyme gelten, allerdings eine unterschiedliche Valenz haben, eine gewisse architektonische Implikation, nämlich heilig und sakral. Das eine, heilig, kommt ursprünglich oder weist auf die Ganzheit hinaus. Die Sprachgewandten mit einem Ohr für Etymologie werden in heilig all hören, beziehungsweise in englischer Sprache klingt es noch akustisch näher zwischen holy und whole. Also das Heilige als gesamthaft oder als eine Anspielung auf all, auf das Ganze. Andererseits haben wir das Wort sakral, der sich eigentlich genau im umgekehrten Sinne auf ein begrenztes, ausgeschnittenes Gebiet bezieht. Kommend von Sack oder Sek, was ja begrenzen bzw. markieren heißt. Wie kommt es, dass so zwei unterschiedliche Begriffe, etwas, was auf all Hinweis und etwas, was gar auf abgesondertes, spezifischer Hinweis, doch eine Überschneidungsmenge hat. Das ist für mich sehr aussagekräftig und wie schon gesagt, hat eine immanente architektonische Bedeutung. In semitischen Sprachen ist das ausgeprägt durch zwei Begriffe, zum Beispiel in Hebräischen zwischen Harem oder Haram und Kadosh. Ich bin jetzt nicht Sprachwissenschaftler und wahrscheinlich spreche ich das auch nicht ganz eindeutig aus. Dennoch haben wir genau die gleiche Dichotomie zwischen dem begrenzten Gebiet, den ausgesonderten und etwas, was allumfassendes ist. In der letzten Spalte dieser Tabelle sehen wir sozusagen in verschiedenen Sprachen diese räumliche Valenz zwischen unermesslich und erfasst von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Noch ein anderer Faktor ist relevant in diesem Diskurs des Sakralen in Architektur, ist nämlich, dass man lange Zeit her, und das wird gepflegt bis heute, geglaubt oder beziehungsweise behauptet hat, dass die Architekturgenese im Sinne von festen Bauten sich so entfaltet hat, dass man Wohnbauten zum Schutz vom Gewitter etwa und Sonne gebaut hat und dass man sich allmählich von den gewissermaßen provisorischen Obdach ins festere Bauformen entwickelt hat und somit in verdichteter Form des festen Bauten dann auch Architektur entstanden ist. Das ist sozusagen die Vorstellung von der, wie man es in Architekturtheorie pflegt zu sagen, Urhütte. Allerdings vor nicht so langer Zeit, etwa in den 90er Jahren, hat man vertieft die Forschung über eine archäologische Stätte, dem Göbekli Tepe in der Türkei, und hat entdeckt Überreste, die man nach heutigen Wissenschaft etwa eindeutig als Tempel bezeichnen würde oder Tempelanlagen würde. Die sind aber älter als die Sesshaftigkeit, wie wir sie heute chronologisch führen. Also würde es heißen, dass Sakralbauten den klassischen These von dem funktionalen Schutz vom Gewitter und Sonne eher Sakralbauten vorausgegangen sind. Hier sehen wir auf der rechten Seite Göbekli Tepe-Anlage und auf der linken Seite eine stilisierte Form von der Urhütte, wie vorher geschrieben, hier ganz stark geschärft von funktionalistisch geschärft von
Abt Marc-Antoine Legier zu Beginn des oder in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Urhütte ist sonst Interpretation von aus dem Buch Vitruvs Zehnbücher Architektur, das was für uns sehr wichtig ist, weil das erste ganzhaft überlieferte Traktat über die Architektur aus der Geschichte kommend ist und stammt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Dann begegnen wir diese Fragestellung erneuert in der Architektur oder wir probieren quasi das, was ich im Begrifflichen postuliert habe, etwa in der Architektur anzuschauen und wir kommen zum Begriff Tempel und gleichermaßen eigentlich zu entsprechenden baulichen Ausdruck von Tempel. Tempel seinerseits kommt vom griechischen Wort Temenos, was ebenso ausschneiden heißt, von wer ausschneiden kommt, also ähnlich dem Begriff sakral, kommt und bezeichnet gar den das Bezirk des Heiligen, also Umzäunungs-, Umfassungsgebiet des Heiligen vis-à-vis des Profanen. Außen. Jetzt haben wir hier von der Stiftshütte bis griechischen Tempelanlage, erste Moschee und gewissermaßen auch in fernasiatischen Gebiet in diesem Fall eine stilisierte Darstellung von einem Shaolin-Tempel, die sich alle auf gleichem Prinzip basieren, nämlich dass ein Gebiet mit einer besonderen Wichtigkeit ausgesondert wird und dort das Sakrale baut. Die architektonische Valenz ist in dem Sinne ganz deutlich, weil es sich darum handelt, einen Raum auszusondern. Christliche Architektur oder christlicher Beitrag und Aufbau zu dieser Thematik verschärft sich insofern drastisch dadurch, dass eigentlich diese Temenos oder diese Tempel eine räumliche Dimension, eine innenräumliche Dimension gewinnt, mit allerlei Anspruch auf Ausstattung von diesem Gebiet. Hier jetzt ein relativ frühes Beispiel, also nicht so ganz früh, aber aus dem 6. Jahrhundert, Hagia Sophia mit entsprechenden für damalige und heutige Verhältnisse gewaltigen Raum. Über das kommen wir eigentlich zu dem ersten Begriff, den ich eingeführt habe oder Motiv, wie ich zu Beginn geschildert habe, nämlich der Architektur als Abbild der Schöpfung und auch gleichermaßen zu einer Interpretation von Rudolf Schwarz diesbezüglich, der ja Architektur als eine Art letzte geologische Schicht, die von Menschen gemacht haben, von der geologischen Schichtung, die ja natürlich von der Schöpfung selbst oder Schöpfungsprozess selbst wird. Und wie er in diese kleine Skizze zeigt, präsentiert sich Tempel oder ein Sakralbau gar als eine Aufturmung von das, was geologisch gewissermaßen gegeben ist. Wir kommen zurück zum Bild von Berg Tabor und wir finden vor hier etwa alles, was ich bis jetzt gesagt habe, Umzäunung, eine in diesem Fall Tempelanlage und mit Sakralbauten und natürlich das, die Szene der Verklärung. Ja, wie ich gesagt habe, ich probiere das Sakral in der Architektur wirklich im Grunde zu nehmen und vielleicht, ich werde es selbstverständlich exemplifizieren mit vielen Bauten, aber bevor wir das tun können, muss ich noch einmal sozusagen die Grundbedingungen und Verständnis des Sakral in der Architektur auslegen und beginnen von dem, in dem Fall, Raum. Raum hat, wie Kant gesagt hat und später wiederholt, dass Ludwig Wittgenstein ist eine a priori Bedingung.
Es ist ja nicht über sich selbst verständlich, sondern veräußert sich nur dann oder kommt zur Geltung, wenn es begrenzt wird. Also die theologische Valenz könnte man sich da auch in gewissem Sinne vorstellen, inwiefern ist bedeutend, sozusagen etwas umzuschreiben, umzureißen, damit es überhaupt in Anführungsstrichen lesbar ist. Jetzt werde ich probieren, quasi psychologische Prozesse, die dazu führen, auszuweisen, bevor wir den Raum als solchen lesen können und dann sozusagen eventuell, mir wird es weniger gelingen, als einem Theologen sozusagen aus theologischer Perspektive noch einmal zu schauen. Wie Raum, obwohl er in der Architektur oder obwohl Architektur als Raumkunst geschildert wird, als bewusste autonom behandeltes Thema entsteht erst im auslaufenden 19. Jahrhundert, also nicht vorher. Vorher war Raumschaffung in der Architektur, also wie wir in Hagia Sophia gesehen haben, eine Art Selbstverständlichkeit, man hat ja gar nicht darüber diskutiert. Aber im auslaufenden 19. Jahrhundert beginnt das ja im Fokus gestellt zu werden, und zwar es kommen auf die sogenannten Einfühlungstheorien. Was vorher gesagt worden ist in der Einführung, die Verdinglichung des Glaubens hat teilweise mit diesen Prozessen zu tun, aber Architektur selbst auch. Also es kommt vorerst diese Einfühlungstheorie, die besagt, dass die Menschen grundsätzlich sich reinversetzen in die Gegenstände, die sie zuschauen oder sehen. Die spenden dem Mitleid oder Gefühle oder sowas Vergleichbares, und somit ist die Architektur und Kunstgeschichte eigentlich sehr geprägt von diesem Verhältnis. Jetzt hier ein ganz radikales Beispiel: griechische Säule hat eine Schwellung, die sie organisch macht, und die wird als dem wird nachgesagt, dass sie eine Nachahmung des Menschen sind, und wir haben ja eine Zwischenform, die sogenannte Karyatide, die das gleich verbindet. Aber auch andere abstraktere Aspekte der Architektur, wie hier Gesimse, spielen auf die menschliche Physiognomie, machen auf menschliche Physiognomie Anspielungen. Das Zweite, entwickelt von, also die Einfühlungstheorie kommt, wird vor allem durch Wölflin, Heinrich Wölflin, in Vordergrund gestellt, und im Anschluss kommt eine neue These, nämlich kurz danach, die vom Raumgefühl. Nicht nur versetzen sich die Menschen in Gegenstände, sondern auch in die Räume. Entsprechend wirken die Räume auf die Menschen. Hier eine Skizze von einem italienischen Architekten Angelo Mangiarotti, wie er über Wölbung der Decke sozusagen probiert, Gefühle darzustellen oder Gefühlszustände. Viel später, 100 Jahre danach, holt man das gleiche, damals spekulatives kunsthistorisches Wissen aus der wissenschaftlichen, also naturwissenschaftlichen Perspektive nach, indem man die Embodiment-These aufstellt, also Verkörperung-These aufstellt, indem quasi nachgewiesen wird, dass die Menschen de facto sich reinversetzen können in körperlich reinversetzen können in Objekte und Gegenstände, die sie zu sich gehörend sozusagen vorfinden. Das wird hier unter anderem in diesem einen Experiment von der Rubber Hand, wo man sozusagen berührt die Finger auf eine Plastikhand und eigene Hand in eine Kiste, so dass man sie nicht sieht. Nach einer gewissen Zeit verlegt man sein Bewusstsein von der eigenen Hand in die Plastikhand und vergisst eigentlich, dass eigene Hand in der Kiste ist. Normalerweise endet dieses Experiment immer so, dass man mit einem Hammer auf die Plastikhand schlägt und die Menschen erschrecken, weil sie denken, sie werden selber erschlagen, die Plastikhand. Das wird nachher untermauert noch einmal in 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, also nicht so weit her, etwa mehr als 20 Jahre her, in der Erfindung von den, nicht Erfindung, sondern
Vorkommen von Spiegelneuronen. Und zwar, da werden zwei Affen vis-à-vis gestellt und einem wird eine Banane gegeben. Man verfolgt aber, dass sich bei dem Zuschauenden gleiche neurologische Punkte, also Gehirnströme, erweisen in einer schwacheren Form wie bei der Affe, die Banane isst. Also man verfolgt sozusagen, man versetzt sich aus sich heraus in den anderen. Erst 2010 wurde das auch nachverfolgt bei den Menschen oder sozusagen nachgewiesen bei den Menschen. Man hat es ja vermutet. Jeder Spieler von Videogames kennt das auch, wie stark man sich in den Avatar des Spielers, zum Beispiel beim Tennis, reinversetzt. Das würde ja auch wissenschaftlich verfolgt im gewissen Sinne. So, jetzt haben wir diese drei Aspekte noch einmal, oder ich habe probiert, erfrischen, falls jemand von euch kennt schon oder neu einzuführen, darauf zu kommen, auf die Beziehung eigentlich zwischen dem Körper und Raum im Sinne des Leibes. Man könnte eigentlich sakrale Dimension probieren in der Reihe der gewissermaßen Raumdimensionen, Höhen, Breite zu denken und somit sich bedienen der Orientierungsfigur des Menschen, das für diese Prozesse des Raumgefühls, Embodiments und gewissermaßen der Einfühlung nachzuvollziehen. Also somit definiert sich auch euklidischer Raum in gewissem Sinne. Also wir haben Höhe, Breite und Länge. Natürlich haben wir mehr als das, nämlich eine Leiblichkeit, die wirksam und lebendig ist. Dazu haben wir, wichtig für die Architektur, noch Haltungen und Bewegungen. Im Grunde genommen haben wir viele Haltungen, aber sagen wir so drei Grundhaltungen, liegen, sitzen und stehen, beziehungsweise gehen und zwei Sonderformen von gehen, nämlich steigen, wo bereits Architektur ins Spiel kommt, indem es steigen inszeniert, beziehungsweise laufen, wo man eigentlich Kontakt mit Boden verliert dabei. Jetzt natürlich zu diesen Dimensionen, und das könnte man relativ gut verfolgen bei Edith Stein in ihren Vorlesungen aus den frühen 30er Jahren zur Entwicklung der menschlichen Person, auch gewisse Bedeutungen zuweisen. Nämlich bei der Höhe haben wir Schwerkraft, das auch runterzuhen und wachsen. Wir haben eine Grenze, den Boden. Das oberhalb von Boden ist das Offenbare und das unten ist das Verborgene. Bei der Horizont, bei der Breite, haben wir einen Horizont, der eine unermessliche Ebene oben mit einer Gebrauchsebene, die greifbar ist, unten. Also de facto begreifbare Ebene. Und bei der Tiefe haben wir dieses Verhältnis zwischen hinten und vorne. Hinten ist ja normalerweise Vergangenheit, auch wenn wir uns nicht bewegen, impliziert es eine Art Vergangenheit und vorne ist eine Zukunft. In dieser Spannung gibt es natürlich Nähe und Ferne und dazwischen gibt es Zeit. Was die Architektur in diesem Kontext macht, sie über diese Mechanismen, die ich vorher erklärt habe, Embodiment, Raumgefühl und Einfühlung. Sie orientiert oder bietet Orientierungspunkte den Menschen. Also ich bediene mich hier zwei Bilder von Oskar Schlemmer. Einmal ein Mensch, der sozusagen in eine gewisse Freiheit ist und von ihm aus System ausgeht, und einmal ein Mensch eingespannt in einem Raum, wo er eigentlich sucht, bestimmte in Anführungsstrichen Anknüpfungspunkte, um sich reinzuversetzen. Aus diesem Verhältnis ergeben sich auch natürlich Proportionssysteme, die aber nicht
bildhaft zu verstehen sind wie hier, nämlich dass sozusagen man eins zu eins übertragen würde Grundrisse von der Kirche an einem Körper in diesem Falle, sondern eigentlich man wird metaphorisch auch das verstehen müssen, nämlich dass die leibliche Verständnis von menschlichen Körper über bestimmte Mechanismen sich sozusagen exteriorisieren im Bau einer Kirche beispielsweise. Auch Leonardos Darstellung ist sehr interessant. Sie ist leider verunstaltet worden, dadurch, dass es auf 1-Euro-Münze in Italien gekommen ist. Sie stellt allerdings gar nicht dar, dass die menschlichen Verhältnisse ausschließlich sozusagen in gewisse Proportionsquadrat oder Kreis stehen, sondern die stellt genau den Punkt dar, also die Quadratur des Kreises, die als Verhältnis nicht bestimmbar ist. Ja, das ist die tatsächliche Bedeutung. Und dann haben wir moderne Systeme hier, Modulo von Corbusier aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Was die Haltungen betrifft, wie vorher gesagt haben, die werden unmittelbar in die Architektur abgebildet, beispielsweise hier das Sitzen oder beispielsweise hier ein Raum, der nach oben strebt. Also das sind quasi bereits Architekturen, die aber die Haltung verlangen und abverlangen. Unabhängig davon, ob man da sitzen würde zum Lesen, trägt das diese Geste in sich und unabhängig, ob man da jetzt sozusagen steht in diesem Raum, man spürt es, dass es eine gewisse Orientierung nach oben in sich trägt. Es entwickelt sich auch andere Aspekte des Raumes, zum Beispiel Takt des Raumes. Hier werden wir sehen wir beispielsweise zwei Figuren, eine, die probiert, Renaissance-Architektur darzustellen mit einem Gleichmaßversuch in der Taktung und eine Ausdehnung in alle Richtungen, und hier eine barocke Figur, die versucht eigentlich eine Dramatisierung vollziehen der Haltungen, indem es sozusagen Kompressionen und Weitungen gibt. Also das ist alles dem Subjekten orientiert und entsprechend wirkt auf uns als zum Beispiel Dehnung und Weitung. Das hat Brinkmann in Plastik und Raum gewissermaßen behandelt in den 20er Jahren. Und dann, wenn es ganz komplex wird, kommt es zu einer tatsächlichen Grammatik, kann man so sagen. Und da kommen wir tatsächlich überhaupt, also ich habe probiert, jetzt damit abzudeckeln, Argumente, mit denen man Sakrale in Architektur denken könnte. Was hier jetzt eine komplexe Format ist, man hat ja eine Ausgangslage, die sich dann über Addition und maßstäbliche Schrumpfungen und Dehnungen sozusagen ausdehnt. Ganz relevant noch einmal ist diese Beziehung, dass man bei Aristoteles im Verhältnis zu Teil und Ganzen versteht, die jetzt beispielsweise hier, wie es bei einer gotischen Säule oder ein gotisches Bauelement sein sollte, dass die eigentlich aus vielen kleinen Teilen zusammengestückelt ist, weisen allerdings auf etwas Großes und gar nicht an diesen Teilen sozusagen, die Teile treten dann unter. Ich möchte noch auf einen Aspekt, der in dieser Zeichnung vorkommt, nämlich den Menschen hier und den Menschen oder Heiligen da. Also der steht nicht da nur, um die Heiligkeit der dargestellten Person symbolisch darzustellen, sondern die hilft diesem hier de facto im Prozess der Einfühlung, sich in die Höhe zu schwenken bzw. in die Höhe zu kommen oder sich auszudehnen. Dann haben wir in Beziehung zwischen Vorstellung zwischen Teil und Ganzen. Ich möchte noch einmal erinnern auf die Wörter sakral und heilig, dass wir mit unserem Wahrnehmungsapparat eigentlich kaum fähig sind, Ganzheiten zu erfassen. Wir sehen nur Bruchstücke, Teile mit unseren Sinnesorganen, zum Beispiel mit Schwergewicht oder Sicht und akustisch, nur Teile des Raumes.
die aber durch irgendeine Besonderheit unseres Denkens trotzdem alle wieder in eine Ganzheit zusammengefügt werden. Also man schließt Gesamtheit zusammen, ohne die Gesamtheit erfassen zu können. Mit Sinnesorganen zumindest. Und dann die allerletzte Argument der Verständnisse von Mensch und Raum, um die sakrale Dimension des Raumes zu verstehen, ist das, was Ernst Cassirer Vorstellungsraum genannt. Und ich lese jetzt mal das Zitat vor: Im Raum der unmittelbaren Wahrnehmung gibt es keine strenge Gleichartigkeit der Orte und Richtungen, sondern jeder Ort hat seine eigene Art und seinen eigenen Wert. Der Gesichtsraum wie der Tastraum kommen darin überein, dass sie im Gegensatz zum Raum der euklidischen Geometrie anisotrop, also inhomogen sind. Die Hauptrichtungen der Organisation von hinten, oben, unten, rechts, links sind in beiden psychologischen Räumen übereinstimmend ungleichwertig. Das heißt eigentlich, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir als Geometrie um uns herum haben, sondern wie wir eigentlich Wert setzen auf diese Geometrie. Und was in dem Sinne in uns gewissermaßen, wie vorher gesagt, von der Schöpfung gespeichert ist, dass wir eigentlich diese Dimension überhaupt erschließen können. Da August Marzow, den ich vorher erwähnt habe, der Raumgefühl gewissermaßen postuliert hat als Theorie, hat kurioserweise eine Sache ausformuliert, nämlich, dass wir in natürlicher Orientierung, also sozusagen ein Vorne und ein Hinten haben. Das ist ganz einfach zu belegen. Allerdings betrachten wir ein Bild, werden wir sagen, dass im Bilde etwas vorne ist, was uns näher ist, und etwas hinten ist, was von uns weiter ist. Obwohl es nicht hinten von uns ist, es ist ja in gewissem Sinne vor uns. Es ist beide Male vor uns. Wovon zeugt das? Dass wir in unsere, jetzt mal Sprache, aber auch in Denkweise, uns reinversetzen in den sozusagen aufgewiesenen Raum oder gezeigten Raum. Also wir wechseln die Perspektive, als ob wir im Bilde wären, und urteilen quasi von diesem Standpunkt dann diesen Raum in hinten und vorne, wie wir hier in Natur urteilen würden. Nicht nur da, sondern wir sind fähig, beispielsweise, wenn wir ein Bild als Objekt schauen, aus irgendeinem Gesichtspunkt, uns reinversetzen in das Bild so, dass wir eigentlich die Perspektive richtig stellen. Wir werden von objektivem Betrachter zu sozusagen einem Subjekt im Bilde. Nun fragt man sich angesichts dessen, ob es möglich ist, dass wir über den Raum aus uns heraus rausschweifen können und möglicherweise durch die räumliche Performances gar eigentlich in gewissem Sinne leiblich uns ausdehnen in den Raum. Da kommt natürlich ins Spiel das, was sakrale Architektur seit jeher probiert hat, gewissermaßen eigentlich zu machen. Anlass zu bieten, mit einem ganz bestimmten Hinweis aus uns selbst heraus über unsere leibliche Vermögen zu wachsen und uns verräumlichen in gewissem Sinne mit diesem Hinweis. Also da haben wir natürlich relativ viele Zeitepochen, die ganz unterschiedliche Modi versucht haben, das zu machen, aber im Essenz geht es darum, im sakralen Architektur, dass wir aus uns heraus, aus unserer Körperlichkeit im engeren Sinne herauswachsen können mit einem Hinweis auf das Göttliche.
bis hin zu den modernen Beispielen jetzt hier bei dieser Betonkirche, wo quasi das Auslassen des Kreuzes den Hinweis auf das Jenseitige ganz explizite macht. Dann an diesem Bild lässt sich wie kaum an einem anderen das Ganze noch einmal ganz deutlich zusammenfassen. Wir haben heiligen Hieronymus, der sich mit biblischen Texten auseinandersetzt, in einem gewissermaßen domestischen Rahmen. Alles, was er braucht, Schreibtisch etc., ist domestisch. Allerdings zweifach ist sein Raum ausgedehnt, nämlich einmal theologisch und dann im Bilde dargestellt durch eine, in dem Fall möglicherweise, sakrale Architektur. Leider ist es ein bisschen zu hell, man kann es nicht betrachten, aber hier wird etwa eine gotische Kirche dargestellt. Also der Mensch mit seinem Einfühlungsvermögen, Raumverständnis, Vorstellungsraum sozusagen wächst hinaus zu einer größeren Entität, jetzt hier architektonisch dargestellt. Damit reiße ich auch den zweiten Punkt, den ich erwähnt habe zu Beginn als Motiv, nämlich, ich lese es, weil es ein bisschen länger ist, der Raum als theologisches Medium, eine leibliche Beziehung zu Gott. Hier haben wir Raumprojektion. Es ist eine Darstellung von Eugène Viollet-le-Duc. Er erklärt ganz was anderes, aber ich nutze es in Umkehrsinne, weil es so gezeichnet worden ist. Er erklärt uns in den Originaltext Unterschied zwischen byzantinischem Sakralbau und klassischem Sakralbau oder byzantinischen Architektur und klassischer Architektur. Aber was für mich wichtig ist, dass all das auf diesen Subjekt gewissermaßen rückwirkt. So ist, dass der Subjekt sich über diese Vermögen der Raum, des Raumgefühls, Embodiment und Einfühlung gewissermaßen auf die Architektur hinaus projiziert. Und da kommt ein anderer wichtiger Aspekt der Architektur, den ich angerissen habe in der Erklärung von der Architekturgrammatik, nämlich die Frage der Maßstäblichkeit. Und zwar, es wird versucht, etwas unermesslich Großartiges räumlich zu fassen, denn ja Raum ja selbst eine ätherische Bedeutung hat, deswegen gut als Metapher fürs Göttliche dienen kann, zum Begreiflichen, de facto Begreiflichen. Was passiert zum Beispiel mit einer gotischen Stütze? Sie plumpt nicht einfach so in einem Stück runter, was wir von Statik her brauchen würde, sondern wird filigran profiliert, damit sie eben begreifbar wird. Jetzt stilisiere ich das ein bisschen, aber in dieser Zusammenstellung, aber darum geht es ja sozusagen, dass man von unermesslichen Maßstab zu etwas Begreifbarem kommt und somit teilhat am unermesslichen Maßstab. Was passiert beispielsweise bei einer mehrschiffigen Basilika? Und wir wissen, dass die Haupttore nur selten genutzt worden sind. Man ist normalerweise durch die Seitentüre gegangen. Man stimmt ein Register, man stimmt sich ein in ein Architekturregister in einem etwas kleineren Maß und dann schreitet man vor zum Mittelschiff von der Seite. Und natürlich, wenn wir uns eingestimmt haben in dem Maßstab, muss zumindest bis zu einem gewissen Grad unsere Einfühlungsvermögen gewissermaßen probieren, den größeren Maßstab zu erfassen oder zumindest erfassen. Man kann es ja fast sozusagen Steigerung der Raumeinfühlung bezeichnen.
Das haben wir jetzt in der Gotik so gelöst. Dann haben wir andere Zeitepochen, die eben das Gleiche probieren zu machen, nämlich in barocker Architektur, wo sozusagen anscheinend eine Struktur gemacht wird, beispielsweise der Kuppel, die hier endet, übertrifft, indem es etwas noch darüber gibt. Und natürlich hier noch ganz klar unterstrichen durch die Darstellung selbst in Form des Freskos, also göttliche so Himmelsszenen in dem Fall. Und schließlich aber auch in der Moderne. Die Mittel sind andere. Ich bediene mich hier einer Illustration von Thomas Hasler und einer Kirche von Rudolf Schwarz, wo man gewissermaßen, wie man hier sieht, einen Volumen, einen Teil weggenommen hat. Dadurch schafft man, nennen wir es Seitenschiff und Hauptschiff, das ist St. Anna in Düren, und man kommt aber von der Seite in die Kirche, in diesen niedrigen Raum und dann in den größeren Raum. Allerdings, wenn man ja schon so angesetzt hat, erwartet man eigentlich das Unermessliche dahinter als die nächste Folge. Da kommt dann vielleicht nach dem Leben gewissermaßen, aber hier wird es ähnlich wie hier im Barock auch illustriert. In diesem Diagramm ist das ja gewissermaßen betonterweise dargestellt. Also das Kleine, das Größere, das noch Größere bis hin Unermessliche. Teilweise wird das auch in profanen Architekturen sozusagen wiedergegeben. Hier ein Beispiel eine Bibliothek, wo sozusagen Gestaltelemente probieren, sozusagen einen Hebungsprozess hervorzurufen. In dem Fall geht es darum, dass man ja sozusagen ein Versprechen macht, dass in dem Buch, das man findet, sozusagen eine, in dem Fall, Erkenntnis gewinnen würde, weil es ja eine Bibliothek ist. Architekt Louis Kahn. Rudolf Schwarz hat versucht, das in 7 Kirchenpläne, wobei die werden missverstanden als Pläne de facto. In Realität sind es Gestaltprinzipien, nachdem sozusagen Prinzip eines Gebäudes auf der Basis der Vorstellung einer Gemeinde, Ecclesia, das ist ja übrigens auch Spezifikum von christlicher Architektur, dass die Ecclesia bzw. sakraler Raum nicht nur vorbehalten ist den hohen Priester, wie wir ihn in Ägypten, Griechenland etc. Haben, sondern für die gesamte Gemeinde. Entsprechend muss ja die Gemeinde als solche im Gebäude abgebildet und wirkend sein. Er stellt diese 7 Pläne, wo wir von einem geschlossenen Kreis um den Altar hier, wie er markiert, zu einem sogenannten Weg, gemeinsamen Weg. Und interessant hier auch dieser offene Kreis. Ja, da habe ich einmal probiert mit den Studierenden, dass jeder etwas vorspricht und Publikum für sich schafft dafür. Und dann haben sie verschiedene Performances probiert diesbezüglich. Was, womit wir uns konfrontieren gegenwärtig, ist, dass wir eigentlich gewissermaßen Anspruch auf eine sehr starke Bebilderung unseres Architekturverständnisses ausgehen, hin zu einer gewissen Abstraktion kommen. Das hat sehr viele Gründe. Vor allem ist der Grund, dass wir, also wenn ich kurz zurückspule, in unseren Bauprozessen durch Steigerung der Qualität von Baumaterialien nicht mehr genötigt sind, einzelne kleine Stücke zu machen, sondern beispielsweise wie Stahl und Beton können wir ja eigentlich gewissermaßen Größe zu machen, die diesen Prozess schwer nachvollziehbar machen, weil sie ja kein Ende und Anfang aus bloß baulicher Natur haben, sondern gewissermaßen statisch errechnet werden.
So kommen wir zu einer Abstraktion und stellen uns, wie eigentlich auch Romano Guardini betont, vor eine Herausforderung in gewissem Sinne. Rudolf Schwarz nennt das offene Gestalt. Und Schill, ich probiere noch, das mit diesen Worten zu erklären, die aus seinem Buch vom Bau der Kirche kommen. Es gibt keine absolute Baukunst ohne Voraussetzungen, denn die große Voraussetzung alles Bauens ist der Baumeister selbst, ein sterblicher Mensch, dem das Jenseits verwehrt ist. Wie sollte er ein Gelände bebauen, das er nicht betreten darf? Wir haben heilig, sakral. Man kann ja in dem Sinne sakral denken, aber man kann ja sozusagen das Heilige in sich nicht erfassen. Dennoch, mit dieser Erkenntnis stellen wir uns quasi vor eine leere Wand, wo wir eigentlich nicht, in dem Sinne, im Sinne eines offenen Kreises, sozusagen uns ausliefern vor diesem Unermesslichen. Nicht unähnlich dem, was ein Mensch macht, hier ein Bild aus März von einer Kapelle, Via Crucis Kapelle, wo ein Mensch sich sozusagen vis-à-vis von einem Bilde im räumlichen Sinne stellt. Und das sind alle Versuche, beispielsweise Kirchen Wiens, nicht alle sind da, aber einige, die genau probieren, sozusagen diese Frage zu bewältigen. Und jetzt komme ich auch zum letzten Punkt, das mich interessiert, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein paar Theologen darüber neugierig machen würde. Und ich werde gleich auch erklären, wieso es mir sozusagen nahe kommt und wichtig ist, die Architektur als Metapher der Inkarnation bzw. der Fleischwerdung. Wieder mal bildhaft untermalt, Verkündungsszene. Und die, man wird merken, dass die Verkündungsszene sehr oft so dargestellt werden, dass Maria in einem räumlichen Verhältnis ist, sozusagen in einer Architektur, ganz offensichtlicherweise, vis-à-vis gestellt wird natürlich von zur Unermesslichkeit. Das Unermessliche wird in dem Sinne zu Fleisch, und begleitet in diesem Bilde, aber wie ich meine auch metaphorisch, von der Architektur. Wieder von Rudolf Schwarz inspiriert folgende Zitat: Gegenstand dieses Entwurfs ist der uralte Kampf zwischen Mensch und Erde. Und in ihm steht der Mensch für das Leichte, das Lichte und Klare gegen das Schwere, Dunkle und Ungestalte, für das Zarte gegen das Massige. Er entwindet sich der Erde und ihre Umschlingung und erneuert siegend die uralte Sage. Um das noch einmal zu vertiefen, worum geht es, wenn man baut? Es geht nur darum, gewisse Menge an Material, also ich werde es reduzieren, wirklich wie wenn ich es für außerirdisch erklären würde. Man stellt ein gewisses Material, zum Beispiel Ziegel, von einer tieferen Lage hin auf eine höhere Lage. Das ist Bauen. Also nichts anderes als eine durch Leben gesteuerte Bewegung in die Höhe. Halt wie konkret geworden, in dem Falle im Bauen und im besten der Fälle Architektur. Und hier haben wir einen Anfang vom Bau einer modernen Kirche von Angelo Mangiarotti, der quasi moderne Maßstab zeigt diesbezüglich, gleichermaßen aber darauf hinweist, oder da kann man ablesen, wie schwierig es ist, gewissermaßen in so eine statisch komplexe Struktur, die hat ja nichts mehr das selbsterklärende Ziegel runter oben, sondern das ist ja schon ordentliche vorgespannte Betonträger, die verliert diese Unmittelbarkeit.
Aber das ist ja unsere Zeit, das ist unsere Technologie. Wie bewältigen wir das? Man kann sagen, jetzt habe ich das künstlich gezogen, in der Kirche kann man sagen, es gibt ja eben das Menschliche unten, das Begreifbare, das Lebbare, das Wohnbare und das Unermessliche oben, vermittelt in diesem Kreuzgewölbe. Aber Prozess des Bauens dessen ist in gewissem Sinne eine Art Gabe des Menschen. Ja, man sieht ja hier Menschen, die machen, ja, die machen in Bezug auf das Oben. Und jede Zeitepoche hat sozusagen probiert das gleiche Problem, die Beziehung zwischen Raum und Materie, wo Materie quasi für das Sterbliche stehen und Raum für das Göttliche eher. Und manchmal ist das eine und manchmal ist das andere im Vordergrund. Auf jeden Fall sieht man hier von einer Art Überrümpelung des begrenzten kleinen Steines zu etwas Größeren, dann in bildhafter Form im Barock noch dargestellt und dann in moderner Fassung, wo dieses eigentlich so in dieser selbstverständlich nicht vorhanden ist, aber dennoch unser Ausdruck ist. Ja. Und wieso es mir um Fleisch geht bei dieser Tatsache, ist, weil wir noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben in diesem Sinne, passiv oder aktiv, wie man es will, aber unsere Welt, auch im architektonischen Sinne, tendiert sich komplett zu entmaterialisieren hin zu virtuellen. Das ist jedem nicht so eine unbekannte Szene, es ist ein bisschen natürlich tragisch, ich wollte das ja auch übertreiben mit diesem Bilde, aber die Frage ist es, was ist die Wertigkeit der Inkarnation, der Fleischwerdung. Und wie kann man das dann architektonisch gewissermaßen denken? Das meine ich ja vor allem auch als praktizierender Architekt. Ich verursache täglich gewissermaßen das Heben von irgendwelchen Materialien von unten nach oben. Die Frage ist es, wozu? Wieder mal das, die Frage des, und jetzt abschließend, des Raumes als Abbildes. Jeder von uns weiß, was es ist, oder? Es ist aber nicht da. Es ist trotzdem gewissermaßen präsent, ohne gewissermaßen zu Ende gezeichnet zu werden. Und dann haben wir die Originalvorlage, also das ist ja eine quasi Interpretation, wo das dann auch angeboten wird. Und mit folgenden abschließenden Wörtern möchte ich mich noch bedanken für die Aufmerksamkeit. Und ich probiere das möglichst zusammenfassend auszudrücken, worum es mir ging bei der Erklärung von dem Sakralen in der Architektur. Die Essenz des Sakralen in der Architektur basiert darauf, das Maß der Wahrheit, die schlechthin unermesslich ist, auf den Maßstab des Menschen in räumlichem Sinne herunterzubrechen. Die Approximation des Maßbalkens, der dabei in Form eines Baus erstellt wird, besteht nicht im maßstabsgetreuen Abbild des bekannten Kosmos. Dafür erweist sich die Naturwissenschaft als das bessere Medium, sondern im Ausdruck des in ihm, dem Menschen, immanent gespeicherten Abbild der Schöpfung. Und wenn das Wohnhaus, das unermessliche All, auf das menschliche Maßstab reduziert wird, so ist das Sakral in der Architektur dasjenige, was das menschliche Maß mit dem Unermesslichen neulich verbindet. Gibt es, wie Romano Guardini fragt, eine neue Ordnung, in welche der Mensch der technischen Macht gewachsen ist?
oder lieferte er sich der Macht der Technik unweigerlich aus? Vielen Dank.